Woman Touch. Zuerst möchte ich Sie alle begrüßen und ich möchte gern kurz Merci sagen für die schöne Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Kurt hat gesagt, ich muss auf Englisch das mündlich machen. Ich bin a little old. And that's war once upon a time, Abitur ist sehr weit. Und ich habe jetzt Schwierigkeit für Englisch zu sprechen. Wenn Sie einverstanden sind, kann ich dann Deutsch sprechen. Ist das alles okay? Ja, es ist keiner da, der Englisch braucht. Ja. Ich spreche. Ja, er möchte gerne. Also ich mache dann Übung. Ja? Ich möchte gerne my speech begin with a love story, ein Herz, between AFUL, Association Frankreich für Utilisateur von Linux, Linux User, and Ministerium von Education National. Das war 1999. Und The Pôle of Compétences des Logiciels Libres en Frankreich, CNDP, Centre National de Documentation Pédagogique. Das ist eine Dienstdokumentation, eine Diensthandlung, Durchhandlung. Sie haben dann ein Baby gemacht, das ist le Pôle de Compétences. Nachher werde ich das beschreiben, was ist dieser Pôle de Compétences. Neben diesem Pôle de Compétences haben wir heutzutage in Frankreich, in alle Regionen, Assoziationen, Vereinbarungen mit GUL. Das ist Gruppe d'Utilisateurs von Linux. Linux User Group. Ja, das ist Linux User Group. Ja. Zum Beispiel Schlussgruppe. Und das Ministerium hat eine Politik heutzutage mit ENT, man spricht oft von ENT in Frankreich, Environnement Numérique de Travail, Numeric Working Environment. Und in 2007 sollen alle Pupils eine so Access für Learning, Virtual Learning. Die Projekte heutzutage, das kommt langsam, das ist fast wie in Deutschland. Die Lehrer haben Resistenz, wir können nicht sagen, hoppla, learned, free software, das ist nicht einfach. Aber heutzutage kann man sagen, dass eine Community for Free Software at School ist Beginn. Das ist ein Projekt von Paris, ein nationales Projekt für diese Lernsoftware in Schule mitbringen. Dieses Produkt, CD-ROM, das ist ein Produkt von CNDP gemacht geworden, for teacher, from teacher. Das heißt, dieses Produkt war von teacher gemacht und die Société Apple, wissen Sie Apple? Apple hat uns geholfen, für dieses Produkt zu machen. Warum dieses Produkt? 30 Software sind da drin und wir haben auch pädagogische Sache mit. Was können wir damit machen? Was kann man mit Kindergarten, Schule, mit Lernsoftware free machen? Dieses Produkt kann ich nachher, Sie können da drin sehen. Dieses Produkt ist heutzutage auch im Internet hier. Ja, danke. Ja, danke.
Ja. Non, mais je n'ai rien. Kann man die Internetbindung machen? Ja. Ich werde dann ein Stück von diesem Produkt zeigen. Also, und das ist hier. Und das ist hier. Comment tu sais? Ah, c'est moi qui dois travailler. Bah oui. Tu m'en suis pour ça. Ça consomme. Une fois, suffit. C'est quand même une ressource animale. C'est d'abord. C'est quoi ce lâche seulement? C'est tout? Voilà. C'est bon? Moi, je peux vous conquérir. Je termine ce soir? Ouais, je peux vous conquérir. Ouais. Non, tu descends en bas. C'est l'espèce de terre, voilà, c'est ça. Tu fais la fenêtre? Ouais. Je vois sur ces deux rangs. Pour savoir que c'est une douce. Ja, das ist das Produkt. Wir haben da drin Lernprogramm und da drin können wir die Lernsoftware finden mit Installation, Installierung und auch pädagogische Aktivitäten. Die Lehrer haben das selbst gemacht, aber nicht am Sonntag. Sie haben das am Dienstzeit gemacht. Das heißt, während Ausbildung oder Fortbildungszeit haben sie das alles montiert. So, wir haben da drin alle Beschreibung. Zum Beispiel hier haben wir eine Software-Assoziation. Und da drin können Sie eine pädagogische Experience finden. Für Mathematik haben wir auch weiter gemacht. Mehrere Lernsoftware von Grundschule und für Kindergarten. Zum Beispiel diese Lernprogramme sind auch in deutscher Sprache helfen. Das ist nur ein Teil, ich übersetze leider nicht alles. Das werden wir auch installiert. Das Teil ist installiert, hier kann man sich anschauen, aber bei den Franzosen ist das ungefähr so wie mit den Amerikanern. Manches kann man auch nicht eins zu eins übersetzen, weil es geht um Buchstaben. Das ist klar, manches ist auch mal kulturbezogen. Weil ich gesehen habe, ist Lernsoftware für die zu meinem Licht ist und jede Quelle sinnvoll. Ja, das ist die Arbeit von der Lehrer. Sie haben alles das selbst gemacht, Beschreibung und nachher, wie ist das in das Programm? Comme le plan d'Italie, à droite, à droite,
Ja. Und immer für das Programm. Wir haben für jeden Fach ein Programm, Mathematik oder Französisch. Und das steht drin, das ist immer durch das Programm gemacht. Das ist ein Beispiel. Ich denke, man kann jetzt sehen, dieses Material ist jetzt auf Internet alles. Sie können da drin schauen, gucken. Hier. Ist das normal? Soll ich warten? Oder? Ich glaube, es ist besser, du machst weiter. Und wir schreiben diese Adresse nachher nochmal auf. Ja, das ist eine Adresse, die man sich total schlecht merken kann. Ja, weil das ist eine provisorische Adresse. Das ist eine Arbeitsadresse. Du musst einen lieben Spruch machen, also mit dem Herz und einer Frau und einem Mann. Da kann man sich das merken. Ja, das ist. Wir üben nachher. Ja, das ist eine Adresse, das ist eine provisorische Adresse. CNDP, das ist die Organismus National, Centre National de Documentation Pédagogique. LL, logiciel libre. Ah ja. Ich denke, das ist momentan eine große Arbeit, weil die Lehrer können drin auch pädagogische Material machen. Sie können hier etwas mitbringen und sie können auch Tools oder Ressourcen. Dokumentation, alles ist drin. Und heutzutage haben wir viele, viele Leute, die dort kommen, weil sie wollen jetzt Material uploaden. Das ist eine gute Lösung. Diese Community ist auch Help People to Help Themselves. Heute, vorher, hat der Kollege gesagt, die Leute können auch zusammenarbeiten und selbst Autonomie bringen. Ich möchte gern sagen, etwas sehr interessant, weil diese Arbeit ist im Dienst gemacht. Das heißt, diese Fortbildung mit Lehrer ist nicht am Sonntag organisiert. Das ist im Dienst. Die Lehrer haben dann Zeit für diese Experience zu schreiben. Frage, Entschuldigung, war das ein Projekt von begrenzter Zeit, so 2-3 Wochen, ein Workshop, oder haben Sie eine Reduktion der Stunden um 2 oder 3 Stunden? Ja, bekommen? Für dieses Produkt zu machen, hatten wir 12 Stunden. 12? 12 Stunden für das zu machen. Pro Woche oder? Pro Jahr. Pro Jahr. Das ist ein Beispiel. 3 Stunden für zusammen wissen, was machen wir. Und le contrat war, wir suchen ein Software, freie Software, und wir machen eine Experimentation in der Klasse. Und nachher war das Austausch Meinungen über diese Free Software. Und auch 3 Stunden für das zu schreiben. Aber das war zu Hause, nicht bei mir im Bezirk. Und diese Zeit ist eine Fortbildungszeit. Das heißt, wenn ein Teacher, ein Lehrer, etwas schreibt über sein Praktisch, für mich ist das ein Bildungsmoment. Und wir haben dann auch Material, die
Lehrer interessant ist, weil die Lehrer schreiben zum Lehrer. Praxis, Beispiele, Experienz, Erfahrung. Und die Leute sind ganz froh, weil sie haben heutzutage hier eine Menge Beispiele, was kann wir machen für diese Software zum Beispiel. Ich habe jetzt OpenOffice, aber was können wir dann tun mit OpenOffice? Oder ich habe so, zum Beispiel TuxPaint, was kann ich dann mit Kunst etwas machen in der Klasse? Und diese Erfahrung ist jetzt auf dieser Homepage geschrieben und die Leute, habe ich bemerkt, sie gucken viel für diese Erfahrung zu abnehmen. Und die Leute können auch, ich kann nicht, das wird nicht schnell, die Leute können auch etwas mitbringen. Ein Lehrer kann ein Auto sein. Ein Lehrer hat sein praktisch, seine Experienz, seine Erfahrung und er kann dann das wie ein Autor schreiben. Und das wird dann alles entwickelt für eine Community. Communauté de l'espace premier degré du pôle de compétences des logiciels libres. Vers, was ist das? Pôle de compétences. Das ist Material für Free Software, pädagogische Material oder Tutorial. Tutorial. Ist das richtig? Tutorial. Tutorial. Auch Beispiele mit Solution Libre wie Skolinux, darin wir haben Skolinux, Abuledu, das ist andere Projekte, oder Ubuntu, oder Sliss. Sliss, das ist ein ganz großes Projekt in Frankreich. 60% der Collège sind mit Linux Server. In meiner Akademie, die ganze Collège haben heutzutage Linux Server. Nur für Security, à cause des Virus. Und mit der Grundschule, mit Grundschule, das kommt auch drin momentan. Sliss, das ist Server für Linux, das kommt momentan fast überall bei uns in Frankreich. Das heißt, Free Software kommt trotzdem in der Klasse. Und Ministerien haben auch Server, Free Server für Free Software Server. Aber die Leute wissen das nicht. Aber Linux steht im Ministerium. Aber der Kollege vorher hat gesagt, Resistenz. Die Lehrer haben l'habitude, ich sage die Gewohnheit mit Linux, mit Windows. Und sie fragen, warum jetzt mit Free Software, sie lächeln manchmal, weil Libre, das heißt vielleicht nicht sehr wichtig oder für Amüsierung. Und jetzt, sie haben im Kopf, das ist important, Gewicht, sehr wichtig. Ökonomik, weil der Bürgermeister sollte jetzt nicht seine Lizenz bezahlen, das ist gratis. Und etwas auch mit Programm, mit Lernprogramm. Das ist nicht nur für Spielen. Man hat Beispiele für Spielung, aber man hat auch Beispiele für Arbeiten. Ich möchte nur sagen, dass ich habe eine Vorstellung gemacht, das ist vielleicht idealistisch, aber das ist nicht so einfach, weil die Software free oder not free, so Problem ist, was soll ich jetzt in meiner Klasse machen? Das ist eine pädagogische Sache. Und meine Arbeit geht dadurch, die Lehrer eine Begleitung. Ich kann nicht sagen, sie machen jetzt Free Software so und so machen, ein Klick, man muss begleiten. Und diese Begleitung mache ich dann in die Zeit, Dienstzeit für Vollbildung oder Animanierung, ist Animation Pädagogik C.
Zeit für Zusammenarbeit und ich nehme dann Learn Free Software mit. Immer. Integrierung dieser Software kommen immer drin. Und das ist für mich eine gute Lösung für das Begleiten und das Lernen. Ich möchte gerne hier Beispiele, wenn Sie wollen, für manche Software. Free Software für Lesung und für Schreiben. Das ist für erste Klasse, zweite Klasse, für Lesen zu lesen und Schreiben zu lernen. Ja. Assoziation zwischen Bilder und Word. Man muss dann die gute Word finden für das Bild. Man hat die Möglichkeiten, unsere Wörter. Der Lehrer kann seine Selbstwörter drin machen. Das ist geöffnet. Das ist nicht zugemacht. Lavage. Ich möchte gern diese Apoledu, das ist eine zweite Free Software. Hier haben Sie auch ein Software für Training für Französisch. Zum Beispiel, ich habe hier eine. Was ist das? Du bist auf Französisch, was ist das? Alors, on va prendre plusieurs. Das ist ein Beispiel, ne? In Englisch geschrieben. Das ist ein Text. Jeder Teacher, jeder Lehrer kann einen Text da drin machen und generieren ein Exerzit. Lückentext. Das kommt automatisch. Das ist ein Beispiel. Oder man kann auch diesen Text nehmen und nachher kann man löschen. Und nachher muss man die gute Lösung finden, die gute Wörter. Oder, was können wir, ja, das ist ein Satz. Man kann, der Schüler muss dann löschen, eine Leerzeichen machen. Also zum Beispiel. He is discovering. No. Ah. J'ai mis l'orthographe anglaise. Ja, das ist. Ja, der Schüler kann wissen, ob er richtig hat oder falsch.
Da sind dann Beispiele und ich finde, dass das ist auch eine gute Aktivität für Austausch für Aktivitäten. Manche Lehrer machen dann Texten, andere machen andere Texten und wir können auch das zusammen machen. Sind die Quelltexte dazu eigentlich verfügbar? Bitte? Ja. Quelltexte, das ist Open Source. Ja, man kann seine, selbst seinen Text machen. Mhm. Zum Beispiel, der Lehrer hat eine erste Klasse, er hat eine Methode für Lesung. Für Lesen. Ja, nee, meine Frage ging jetzt dahin, dass man das übersetzen kann, ins Deutsche. Ja, ja. Ich habe das schon auf meiner Platte gehabt, hier habe ich es aber nicht mehr gemacht. Ich habe schon mal angefangen zu gucken, aber ich kann kein Französisch und Englisch, gab es das noch nicht. Das ist manchmal auch gut. Ja, dann, das ist ein Generator d'Exercice. Aber wir können auch Material austauschen, wenn alles fertig ist. Man muss nicht jeder seine Arbeit machen. Man kann auch mitmachen und jeder hat jeder macht seine Aktivität und das geht dann zusammen. Mhm. Kinder. Ja, jeder Lehrer kann seinen Text schreiben. Yes. Ja. Ja, wir haben tausende so Software. Vielleicht können wir nicht alles sehen, aber Sie können am Adresse von CNDP, wir haben momentan 290 Tisch. Beschreibung oder Aktivität. Und ich finde, das ist momentan sehr interessant. Und wenn etwas so existiert in Deutschland, wir sind geöffnet für auch Austausch zu machen, weil die Kinder von Deutschland sind dieselbe von Frankreich. Ja. Haben Sie vielleicht Fragen für diese Projekte. Sie können das, ich werde dann ein paar hier für kurz, aber wir können das auf Internet bekommen. Das ist in Paris, kann man das bestellen. Ja, bestellen. Ja. Oder gratis, das kostet 5 Euro für Material für Karton oder CD. Ich wollte nur sagen, kann man auch, kann man das auch durch Internet uploaden. Downloaden. Ja. Und man hat mit Mac, Linux und Windows 3. Weil bei uns gibt es noch viel Windows, zu viel, aber wir haben besser CD-ROM mit Free Software für Windows. Das ist ein erster Schritt. Ja. Hätten Sie noch Frage oder Bemerkung? Ich finde, du hast das wunderbar in Deutsch. Ah ja, nein, das ist schwer. Danke schön. Ja, ich glaube, wir haben jetzt irgendwo mal.
wunderbaren Zug. Irgendeine Adresse muss ich mal haben. Ja, ich weiterfahren. Ja, das ist gut.